Mats Hummels auf dem Weg zurück nach Dortmund. Mit dem Weltmeister von 2014 würden die Borussen einen Führungsspieler dazu bekommen, der sagt, was er denkt. Wenn mein Fehler nicht passiert, dann gehen wir auch ganz easy nach 90 Minuten hier als Sieger raus. Das Spiel gestern war allerdings sehr schlecht, das wissen wir selber. Das, ich glaube, ist auch nichts, was man irgendwie in einer Art und Weise schönreden muss. Wir haben normalerweise immer auch eine gute Nationalmannschaft und werden da eben teilweise behandelt wie, ja, wie die Vollamateure. Hummels hat Profil. Wenn es sein muss, spricht er unbequeme Wahrheiten aus. Nicht selten gibt es Probleme mit den Trainern. Mit Thomas Tuchel gab es einst beim BVB Zoff, weil dieser ihn unter anderem öffentlich kritisiert hatte. Das Verhältnis zu Niko Kovac gilt ebenfalls als belastet, weil Hummels nach dem Champions League Aus gegen Liverpool dessen Spielweise in Frage stellte. Ähnliche Äußerungen sollen in den letzten Jahren auch Bundestrainer Joachim Löw nicht gepasst haben. Die Ausbotung des 70-fachen Nationalspielers aus dem DFB-Team erfolgte aber angeblich aus rein sportlichen Gründen. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison gehörte Hummels bei den Bayern zum Stammpersonal, zeigte, dass er noch wichtig sein kann. Durch zwei prominente Neuzugänge gibt es künftig mehr Konkurrenz in der FCB-Abwehr. Wohl der Hauptgrund für seine Abwanderungsgedanken. Mats Hummels ist ein Spieler, der akzeptiert nicht, wenn nächstes Jahr zwei Innenverteidiger kommen mit Hernandez und Pavard, die gesetzt sind. Mats Hummels wird sich bei Bayern definitiv nicht auf die Bank setzen. Ein Spieler mit diesem Selbstverständnis fehlte dem BVB in der abgelaufenen Saison. Bis auf Kapitän Marco Reus, der in die Rolle hineingewachsen ist, gibt es keine meinungsstarke Führungspersönlichkeit im Team von Lucien Favre. Genau die wäre Hummels. Ein eloquenter Mahner im Stile von Matthias Sammer, der den Finger in die Wunde legt, wenn es nötig ist. Und vor allem einer mit gewaltiger Erfahrung. Er ist Weltklasse. Also er ist wirklich für mich auch, seitdem wir zusammenspielen, der beste Innenverteidiger in Deutschland. Mats Hummels ist manchmal unbequem, weil er sagt, was er denkt. Genau das könnte ihn für Borussia Dortmund zum perfekten Neuzugang machen.